Wir mieten eine Wohnung in Tokio. Der Weg dahin war aufregend, manchmal einfach, manchmal etwas kompliziert. Max und ich erklären euch heute in diesem Video, wie wir an eine Wohnung gekommen sind und was ihr beachten solltet, falls ihr das Gleiche vorhabt. Das Video ist dafür in Kapitel unterteilt, um euch den Prozess aus unserer Perspektive so gut wie möglich zu erklären. Da die Wohnungssuche für jeden je nach Ausgangssituation ein bisschen anders ausschaut, möchte ich euch einmal kurz erklären, was jetzt eigentlich unsere Situation war. Anne und ich sind mit einem Working Holiday Visum nach Japan gegangen, haben uns vorher aber noch nicht auf Jobs beworben. Das heißt, formell sind wir ohne Job auf Wohnungssuche gegangen. Dieser Status hat, so wie in Deutschland auch, natürlich Auswirkungen auf die Möglichkeiten bei der Wohnungssuche. Wir haben es so gemacht, dass wir genügend Rücklagen gebildet haben, um für ein Jahr lang Miete in Japan bezahlen zu können. Das konnten wir dann dementsprechend auch nachweisen. In 2016 habe ich ein Praktikum gemacht und natürlich hatte ich dort einen Arbeitsvertrag. Da waren viele der Dinge, die wir in dem Video ansprechen werden, ein bisschen einfacher. So kenne ich jetzt aber auf jeden Fall beide Situationen. In beiden Fällen haben wir eine Wohnung über die Agentur Aonisin bei Leo Palace 21 gefunden. Die Suche haben wir immer schon aus Deutschland gestartet. Beide Unternehmen sind relativ ausländerfreundlich, dazu am Ende des Videos aber nochmal mehr. Bevor wir gleich auf unsere Wohnungssuche eingehen, reden wir jetzt erstmal über ein paar Fakten, was so die generelle Wohnungssuche in Japan betrifft. Um eine Wohnung in Japan zu mieten, gibt es einige sinnvolle und einige vielleicht nicht ganz so sinnvolle Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Die Voraussetzungen, die wir jetzt hier nennen, sind vor allen Dingen Voraussetzungen, die sich auf unseren Vermieter beziehen. Bis auf wenige Ausnahmen sollte das aber bei den meisten Vermietern sehr ähnlich aussehen. Erstmal das Finanzielle. Um eine Wohnung zu mieten, braucht ihr Geld. Klar. Normalerweise wollen Vermieter daher einen Nachweis sehen, dass ihr angestellt seid und Geld verdient. Der grobe Richtwert, an dem sich wohl die meisten Vermieter orientieren, ist so, dass die Miete nicht mehr als ein Drittel des monatlichen Gehalts übersteigt. Wir lagen mit unseren Rücklagen in einem ähnlichen Ein-Drittel-Rahmen, wenn man die Miete auf das ganze Jahr verteilt betrachtet hätte. Ich habe aber schon von Leuten gehört, deren Miete die Hälfte ihres Monatsgehalts betragen hat und das hat auch geklappt. Daher, das Ganze ist nur ein Richtwert. Die nächste Sache ist vielleicht ein bisschen absurd. Wenn ihr eine Wohnung in Japan mieten wollt, braucht ihr eine Adresse in Japan. Das heißt, ihr müsst irgendwo registriert sein, bevor ihr den Mietvertrag unterschreiben könnt. Das ist vor allen Dingen, wenn ihr von Anfang an in einer Wohnung wohnen wollt, nicht ganz so einfach. Manche Agenturen bieten daher den Service an, dass man sich auf deren Agenturadresse registrieren kann. Ich würde so einen Service aber mit Vorsicht genießen. Da euer Vermieter die Möglichkeit haben möchte, euch kontaktieren zu können, braucht ihr eine japanische Telefonnummer. Das ist jetzt keine große Überraschung und eigentlich auch keine große Hürde. Wenn ihr sowieso länger hier in Japan leben wollt, dann ist es sinnvoll, eine japanische SIM-Karte mit einer japanischen Telefonnummer zu haben. Eine andere, vielleicht nicht ganz so einfache Sache ist der Notfallkontakt. In unserem Fall wollte unser Vermieter sowohl einen Notfallkontakt innerhalb Japans haben, als auch einen Notfallkontakt in unserem Heimatland, also Deutschland. Das Wichtige daran ist, dass beides jeweils eine natürliche Person sein musste. Das heißt, eine Working Holiday Agentur oder ähnliches wäre an der Stelle nicht gegangen. Glücklicherweise muss der Notfallkontakt aber nicht gleichzeitig der Bürger sein. Dazu kommen wir später nochmal ein bisschen genauer. In dem Fall will der Vermieter halt einfach nur jemanden kontaktieren können, wenn ihr mal nicht erreichbar seid. Und zu guter Letzt braucht ihr ein japanisches Bankkonto. Das ist aktuell ein nicht ganz so einfaches Thema, da es seit Mai 2022 neue Regeln gibt, was das Thema Bankkonto für Ausländer, gerade während dem Working Holiday, etwas umständlich und verwirrend macht. Wir waren uns ganz lange nicht sicher, ob das aktuelle Bankkonto, was wir haben, für die Mietzahlungen funktionieren wird, weil unser Vermieter halt Geld von dem Konto abbucht. Am Ende ging aber alles gut. Da dieses Thema hier den Rahmen sprengen würde, mache ich dazu vielleicht noch mal ein extra Video. Wo wir gerade beim Thema Zahlen sind, lasst uns einmal über die Einzugskosten sprechen. Da gibt es nämlich ein paar Kostenblöcke, die wir so in Deutschland nicht kennen. Das variiert je nach Anbieter immer ein bisschen, aber so grob sollte diese Auflistung alle Sachen einmal abdecken. Die Kaution. Das ist ähnlich wie in Deutschland auch. Die beträgt hier meistens ein oder zwei Monatsmieten und ist dafür da, eventuelle Schäden abzudecken. In den meisten Fällen bekommt man die am Ende des Mietverhältnisses auch wieder zurück. Dankesgeld. Das ist quasi ein Dankeschön an den Vermieter in Form von Geld, dass man in seiner Wohnung wohnen darf. Das kriegt man am Ende nicht zurück. Das ist einer der komischen Aspekte. Es gibt allerdings auch Wohnungen, wo man das nicht bezahlen muss. Agenturkosten. Habt ihr eine Agentur, die euch vermittelt, wollen die natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Meistens bezahlt man das selbst, manchmal aber auch der Vermieter. Kosten für einen Bürgen. Viele Vermieter wollen einfach eine Sicherheit haben, dass sie wissen, dass das Geld auch ankommt. Dafür kann man Bürgschaftsunternehmen bezahlen, die dann für einen Bürgen, dass das Geld auch ankommt.
Manchmal macht das aber auch die Wohnungsvermittlungsagentur. Kosten für den Austausch vom Schloss. Bevor man in die Wohnung einzieht, wird das Schloss getauscht, damit der Vermieter auch keine Möglichkeit hat, wieder hier reinzukommen. Diese Kosten dafür trägt man als Mieter allerdings selber. Versicherung. In Japan lebt man dann doch jeden Tag mit der Angst, dass irgendwann eine Naturkatastrophe irgendwas kaputt macht. Deswegen zahlt man gleich zum Einzug der Wohnung die ersten 2 Jahre Versicherung gegen Feuer und Naturkatastrophen. Reinigungsgebühr. Oft wird vor dem Einzug die Wohnung nochmal gesäubert und desinfiziert und das zahlt man dann als neuer Mieter auch. Das sind erstmal sehr viele Kostenblöcke, die man im Hinterkopf behalten muss. Die knallen auch ordentlich rein beim Einzug, was die Kosten angeht. Das sollte man dementsprechend auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Jetzt kennt ihr so grob die harten Fakten, daher kommen wir mal zu unserer Wohnungssuche. Um eine passende Wohnung zu finden, haben wir erstmal 3 grundsätzliche Fragen geklärt. Erstens, wo wollen wir wohnen? Zweitens, wie soll die Wohnung ausgestattet sein? Und drittens, was darf es maximal kosten? Wo wollen wir wohnen? Wir wollten nicht allzu weit weg wohnen von bekannten Stadtzentren, wie zum Beispiel Ikebukuro oder Shibuya. Allerdings wollten wir aber auch nicht direkt in der Innenstadt wohnen. Als wir dann so ein bisschen recherchiert haben, was auch so bezahlbare Gegenden sind, hat sich dann herauskristallisiert, dass Itabashi, Adachi und Kawasaki die 3 Favoriten sind. Wie soll die Wohnung ausgestattet sein? Da wir zu zweit sind, wollten wir, dass die Wohnung nicht allzu klein ist. Außerdem sollte sie mindestens 2 Zimmer haben, damit wir Wohnen und Schlafen voneinander trennen können. Wir wollten, dass das Gebäude nicht allzu alt ist. Außerdem wollten wir gern 2 Kochplatten in der Küche haben, eine Badewanne im Bad und idealerweise sollte die Wohnung generell möbliert sein. Optional, aber favorisiert wäre dann noch die Verfügbarkeit eines Parkplatzes gewesen. Wie viel darf es maximal kosten? Das ist echt etwas, was jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden muss. Wir haben für uns festgesetzt, dass das Limit für die Monatsmiete bei 120.000 Yen im Monat ist, beziehungsweise 840 Euro. Nachdem wir diese 3 Fragen geklärt haben, begann dann die eigentliche Wohnungssuche. Von Deutschland aus haben wir vor allen Dingen auf der Webseite realestate.jp geschaut. Das ist eine Seite, auf der es erstaunlich viele und sofort verfügbare Wohnungen gibt, die dann von verschiedenen Anbietern sind. Das sind meistens Agenturen, die als Vermittler zwischen Vermieter und Mieter agieren. Und diese Webseite ist auf Englisch, da sie sich vor allen Dingen an Ausländer richtet. Im Gegensatz zu deutschen Städten wie zum Beispiel Stuttgart gibt es in Tokio überraschenderweise mehr Wohnungen, als vermietet werden können. Das heißt, man kann meistens direkt unterschreiben und einziehen, aber es wird noch besser. Vermieter und Agenturen haben dadurch einen gewissen Druck, die leerstehenden Wohnungen vermietet zu bekommen und man bekommt Rabatte beim Einzug. Ja, ihr habt richtig gehört. Teilweise muss man keine Kaution, keine Agenturkosten oder auch keinen Bürgen bezahlen. Manchmal gibt es sogar 1 bis 3 Monate einfach Gratismiete. Aufgrund von Max' Erfahrung bei seinem ersten Aufenthalt in Japan haben wir uns für die Agentur Aonisin entschieden. Mit dieser Agentur hat er 2016 ganz gute Erfahrungen gemacht und war mit dem Service sehr zufrieden. Deswegen haben wir uns bei Aonisin erstmal einige Favoriten herausgesucht. Wie kommen wir jetzt aber von der Wohnungssuche zur eigentlichen Wohnung? Wir haben einfach direkt an Aonisin eine Mail geschrieben, in der wir unsere Situation und unsere Wünsche einer Wohnung geschildert haben und gleichzeitig haben wir noch ein paar Wohnungen mitgeschickt, die wir interessant fanden. Das war übrigens gerade so 2 Wochen, bevor wir nach Japan geflogen sind, also relativ spontan. Es kam auch sehr schnell eine Mail zurück mit der Einladung zu einem Call, um weitere Details zu besprechen. Im Call wurden uns dann 2 Alternativen vorgeschlagen, die so gar nicht auf der Website gelistet waren. Das war ein bisschen komisch und die beiden Wohnungen haben auch nicht zu 100% unseren Vorstellungen entsprochen. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen dann aber trotzdem für eine der Wohnungen entschieden. In Japan vor Ort haben wir dann die letzten Details geklärt und uns zur Unterschrift beim Vermieter getroffen. Die Aufgabe von Aonisin war es an der Stelle, uns zu erklären, was so im Mietvertrag steht und mit dem Vermieter zu kommunizieren. In 1,5 Stunden war der ganze Papierkram dann aber erledigt und auch 3 Tage später konnten wir dann unsere Schlüssel abholen. Hier ein kleiner Disclaimer. Leopardist 21 ist ein größeres Unternehmen mit mehreren Mietobjekten in ganz Japan. Daher haben sie auch standardisierte Verträge. Mit Einzelpersonen kann das ein bisschen komplexer werden. Außerdem vermietet Leopardist 21 relativ unkompliziert an Ausländer. Und damit nun endlich ein paar Infos zu unserer Wohnung. Wir mieten ein Wonders ADK bei Leo Palace 21. Und falls ihr euch fragt, über was meine Zunge da gerade gestolpert ist,
Hier ein kurzer Exkurs in die Klassifizierung japanischer Wohnungen. LDK steht für Living Dining Kitchen. Das heißt, es gibt einen Raum, in dem man leben, essen und kochen kann. Das ist übrigens der Raum, in dem wir uns gerade befinden, denn da ist die Küche. Die 1 davor bedeutet, dass es einen zusätzlichen Raum gibt und das S war für mich auch neu. Das bedeutet, dass es einen Storage Room gibt, also einen Lagerraum. Ein 2LDK hat zum Beispiel dann einen Raum mehr, als wir jetzt haben. Ein 1K Apartment ist ein Apartment, das einen Raum hat und zusätzlich eine kleine Küche. Zurück zu unserem 1SADK Apartment bedeutet das also effektiv, wir haben ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, in dem die Küche direkt mit dran ist, eine Toilette, ein Bad mit Badewanne und den erwähnten Storage Room. Dieser ist tatsächlich bei unserer Wohnung sehr praktisch, da unsere Wohnung keine eingebauten Schränke hat, was normalerweise viele japanische Wohnungen haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen Lagerraum haben. Unsere Wohnung ist immer noch in der Präfektur Tokio und ist 56 Quadratmeter groß. Das ist tatsächlich größer, als wir erwartet haben. Das Besondere an der Wohnung ist, dass sie über 3 Etagen geht. Das hat mich persönlich sehr gecatcht. Dadurch wirkt irgendwie alles sehr viel größer, als es gefühlt ist. Gleichzeitig geht aber eben auch sehr viel Platz für die Treppe drauf. Weitere Infos dazu, wie genau unsere Wohnung aussieht, die gibt es nochmal in einem separaten Wohnungstour-Video, was dann als nächstes online kommt. Jetzt fragen sich sicherlich viele, und was kostet der Spaß? Das lese ich euch jetzt einmal vor, denn jetzt kommen einige Zahlen. Wir zahlen monatlich 113.214 Yen, Kaltmiete, das sind ca. 790 Euro. Wasserstrom und Gas variieren je nach Verbrauch und nach Monat. Bei uns sind das aktuell durchschnittlich 10.700 Yen. Insgesamt kommen wir auf eine Warmmiete von 123.900 Yen ungefähr, was um die 870 Euro sind. Und for real, das ist ein ähnlicher Mietpreis, wie wir ihn zuletzt in Stuttgart pro Quadratmeter auch hatten. Der Einzug hat es kostentechnisch trotzdem ganz schön in sich gehabt und das, obwohl unsere Wohnung im Angebot war. Das heißt, sowohl die letzten Tage im Oktober als auch die November-Monatsmiete waren gratis und wir haben keine Kaution bezahlt. Wir hatten aber trotzdem folgende Kostenpunkte. Der Schlüsselaustausch hat 16.500 Yen, also ca. 115 Euro gekostet. Desinfektion und Endreinigung waren 72.950 Yen, also um die 510 Euro. Versicherung waren 19.890 Yen, also 140 Euro. Bürgschaft waren 135.228 Yen, also ca. 945 Euro. Und zu guter Letzt eine Vorauszahlung der Miete von 127.228 Yen, also nochmal ca. 890 Euro. Und dann haben wir auf diese ganzen Kosten nochmal einen Rabatt von 123.529 Yen oder auch 865 Euro abgezogen bekommen, was im Endeffekt dann 248.257 Yen Einzugskosten waren, was ungefähr 1.740 Euro sind. Da das erst das erste Mal bzw. das zweite Mal war, dass wir eine Wohnung in Japan gesucht haben, ist natürlich nicht alles perfekt und glatt gelaufen. Deswegen ist hier jetzt eine Liste an Dingen, die uns nicht ganz so gut gefallen hat. Erstens, Aonisin wollte einen schnellen Abschluss. Das hat man auch wirklich von Anfang an gemerkt. Sie wollten, dass wir den Vertrag unterschreiben. Das war für uns auch kein Problem, weil wir auch schnell eine Wohnung haben wollten. Allerdings kann das relativ schnell unangenehm werden. Außerdem kommt dazu, dass wir dadurch die Wohnung vorher nicht besichtigt haben und sowas ist eigentlich ein No-Go. Wir haben dann auch mit 2 anderen Deutschen gesprochen, die auch über Aonisin versucht haben, eine Wohnung zu finden. Aber als sie dann gesagt haben, dass sie die Wohnung vorher gerne besichtigen möchten, wurde auf Nachrichten nicht mehr geantwortet. Man hat das Ziel der Agentur also sehr doll gemerkt. Zweitens, Aonisin hat an vielen Stellen nicht ausreichend Hilfe geleistet. Laut Website bietet Aonisin eigentlich an, zusammen das Bankkonto zu eröffnen, die Wohnung zu registrieren und eine Telefonnummer zu machen. Das haben sie dieses Mal alles mit uns nicht gemacht. 2016 habe ich diese Hilfestellung bekommen und das war auch einer der Gründe, warum wir wieder bei Aonisin eine Wohnung finden wollten. Hinzu kam, dass Aonisin an vielen Stellen weniger Ahnung hatte als wir selbst. Das heißt, Fragen, die wir hatten, die wahrscheinlich ein bisschen advanced waren, haben sich häufig im Sand verlaufen. Drittens, die Wohnung ist unmöbliert. Also wirklich komplett unmöbliert. Erst am Ende hat sich herausgestellt, dass bei der Wohnung kein Kühlschrank, keine Mikrowelle und keine Waschmaschine dabei ist, obwohl das auf den Bildern drauf war. Als wir dann Aonisin darauf hingewiesen haben, dass wir das eigentlich haben wollten, haben sie uns nur einen Link zu einem Anbieter geschickt, der extern ist, wo man sowas mieten kann. Das haben wir dann in Anspruch genommen, weil es eigentlich ein mega gutes Angebot war.
für ein Jahr 35.000 Yen, also 270 Euro, bezahlen wir, um diese drei Dinge zu mieten. Das ist eigentlich super praktisch und angenehm, aber trotzdem halt einfach Misskommunikation. Viertens, das Kontoproblem. Wie bereits am Anfang erwähnt, hatten wir bei der Einrichtung des Bankkontos einige Probleme. Weder Aonisin noch Leo Palace 21 hatten einen Plan davon, was dieses neue Gesetz eigentlich ist. Verständnis und Unterstützung gegenüber uns in dieser Situation war auch kaum gegeben. Das heißt, wir hatten einige schlaflose Nächte, bis es dann geklappt hat, dass wir die Miete über unser Bankkonto dann doch irgendwie bezahlen konnten. Fünftens, die Wohnqualität. Wir wohnen jetzt in einem Haus, was komplett aus Holz gebaut ist. Das heißt, die Isolation ist so gut wie nicht gegeben. Im Winter wird es sauschnell sehr kalt, im Sommer wird es sauschnell sehr warm. Darauf waren wir allerdings eingestellt und es ist auch okay für unsere erste Wohnung. Bei der nächsten Wohnung, die wir suchen, achten wir allerdings ein bisschen mehr drauf, für gute Qualität ein bisschen mehr zu bezahlen. In Tokio an eine Wohnung zu kommen, ist gefühlt nicht so schwer wie zum Beispiel in Stuttgart oder jeder anderen Großstadt in Deutschland. Es ist trotzdem aufwendiger, als wenn man in einem Sharehouse oder ähnlichen Unterkünften wohnt. Für uns war es den Aufwand aber auf jeden Fall wert, denn wir bezahlen jetzt pro Person nur minimal mehr, als wenn wir immer noch in einem Sharehouse wohnen würden. In unseren Augen war das daher also ein absoluter Win. Inzwischen gefällt uns die Wohnung auch echt sehr, sie ist spannend vom Grundriss. Nachdem wir uns eingerichtet haben, bietet sie alles, was wir uns vorgestellt haben und sie ist unweit entfernt von Orten, zu denen wir gern hingehen. Aonisin, die Agentur, über die wir die Wohnung bekommen haben, würden wir Stand jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen, auch wenn wir relativ schnell und unkompliziert vermittelt wurden. Es gibt genügend andere Anbieter, die wir dann das nächste Mal ausprobieren würden. Falls ihr noch Fragen zur Wohnungssuche in Japan oder zu unserer Wohnung habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, andere Erfahrungsberichte sind dort auch immer gerne gesehen. Wir hoffen, wir konnten euch insgesamt einen guten Einblick zu dem Thema geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.